Es bleibt spannend. Finale jetzt, der Refrain und danach kannst du ja eine ganze Menge hier mit dem Stück auf jeden Fall machen. Ja, und hast ganz nebenbei wirklich eine ganze, ganze Menge Musiktheorie noch gelernt. Vielleicht ohne, dass du es gemerkt hast. Ja, ich möchte noch mal kurz daran erinnern, es ist allein hier mit diesen Akkorden. Ich erkläre das jetzt hier in dem Video. Aber wenn du solche Übungen machst, die Akkorde, also es sind drei verschiedene Töne, ne? Immer über die gesamte Tastatur spielst, dann, guck mal, ich schaue jetzt auf die Tastatur, ich sehe sofort A-Dur, ich sehe S-Dur, ich sehe sogar S7, ich sehe B-Moll, ich sehe F-Moll-7 und ich kann sie sofort greifen. Wieso? Weil ich mein ganzes Leben lang hier, nein, nicht mein ganzes Leben lang, es geht sehr schnell, dass man diese Übersicht bekommt. Und du musst auch nicht alle Akkorde sofort auf einmal machen, aber wenn du jetzt zum Beispiel pro Stück diese vier Akkorde zum Beispiel jetzt mal so als Arpeggio übst, oh, ist das eine Anlage, die sich besser auszahlt als jede Bank, die ja jemals an Zinsen geben kann, als jeder Aktienkurs in die Höhe springt. Das ist eine hervorragende Investition einfach in dein Wissen, in dein Können. Ja, was sich auf jeden Fall lohnt. Also jetzt natürlich nicht wirtschaftlich gedacht, sondern es ist, also glaubst nicht, wie viel Freude diese oder überhaupt Akkorde mir in meinem Leben schon bereitet haben. Ja, das möchte ich damit sagen. Und auch wenn es nur ganz einfache sind, guck mal, C-Dur. Wie schön zwei Töne klingen können. Ja, du kennst mein Tutorial vielleicht. Und ich spiele das gerade in C-Dur. In meinem Tutorial habe ich das in B-Dur und in G-Dur. Und diese Flexibilität habe ich auch nur wegen dieser ganzen Sache. Aber es ist nichts anderes als das, was ich dir in den letzten Videos gezeigt habe. Und jetzt auch hier in diesem letzten Video meiner All of Me Piano Tutorial Videoserie. Heute haben wir die Akkorde. A-Dur. Den kennst du schon. A-S, C und S. Vielleicht kannst du ihn auch schon so spielen. Oder so. Oder so. Das hier ist schon super, wenn du schon so kannst. Zweiter Akkord, F-Moll, auch den kennst du schon. F, As und C. Dritter Akkord, Des-Dur. Des, F und As. Vierter Akkord. Okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Eigentlich S-Dur, aber bevor S-Dur kommt, bleibt hier rechts Des-Dur noch liegen. Aber links ist schon das S. Das ist nämlich Des-Dur mit dem Basston S. Und anschließend kommt nur noch die rechte Hand und spielt S-Dur. Pass auf. All of me. F-Moll. Des-Dur und noch Des-Dur. Jetzt Des-Dur mit S in der linken Hand und S in der rechten Hand. Und wiederholen. A-Dur, F-Dur, F-Moll, Entschuldigung, Des-Dur, 3, 4, jetzt zweimal Des mit S unten und dann zweimal S oben. Das sind die Akkorde. Und was die Begleitung angeht, kannst du das natürlich auch so spielen, wenn du schon diese Arpeggios kannst. Ja, wenn du dir das genau anschauen möchtest, ich habe übrigens ausnahmsweise, ich glaube an einer Stelle habe ich kurz auch mal einen spicy Ton gespielt, einen würzigen Ton, der nicht zu den drei Akkorden, zu den drei Tönen des Akkordes gehörte, sondern ein Zusatzton. Das war die einzige Ausnahme. Wenn du genau sehen möchtest, was ich da mache, ja, empfehle ich dir, das einfach nochmal anzuschauen und auch mit dieser YouTube-Geschwindigkeit einfach mal runter zu regulieren. Okay, kommen wir zur Melodie. Eigentlich sehr simpel. C, C, C. S. Achso, C, 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 S. C, S.
Das ist der erste Teil. Ich glaube, der Fingersatz ist besser so. Daumen, Daumen, Mittelfinger, Daumen, Mittelfinger. Also so mit Daumen und Zeigefinger. Und dann nehme ich hier oben. As, G. Genau. As, G. Warte mal. Ja, also As, G, F, S, C, B, As. Ohne das S. Also As, G, As, G, G, F, C, B, As. So ist richtig. Ja, ich wiederhole es mal. Das ist der zweite Überabschnitt. As, G, G, As, G, G, F, C, B, As. Ja, zusammen ist das dann. So, Achtung, dritter Überabschnitt in der rechten Hand. C, C. C, C, B, B. C, C, B, 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 As, B, B. Nochmal. C, C, B, 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 As, B, B. Nochmal. Und das gleiche jetzt nochmal, nur in der linken Hand geht der Akkord hoch. Jetzt, das ist der vierte Überabschnitt. Na, es wirkt halt ganz anders, es ist die gleiche Melodie. Das ist der dritte Überabschnitt und der vierte ist genau der gleiche. Nur es wirkt anders dadurch, dass in der linken Hand ein anderer Ton, ein Bass-Akkord gespielt wird. Das war's und dann wird alles wiederholt. Die Stelle hat's echt, da ist bei mir der Wurm drin. Ja, und mit den Akkorden könnte ich es noch weiter ausschmücken. Dann kommt ja noch diese eine Stelle, aber eigentlich kannst du sie schon, nämlich die Töne habe ich dir gezeigt in der Melodie. So hatten wir es in Video 3, ne? Und jetzt kannst du es ein bisschen weiter ausschmücken. Und dann geht's wieder los. Von Anfang an. Ja, okay. Nochmal der Hinweis. Ich habe es schon im vorletzten Video genannt. Die Melodie, die ich hier spiele. Ja, habe es ja extra drin gelassen. Du hast auch wieder an der einen Stelle gesehen, da muss ich die Melodie selbst suchen. Man kann die Gesangsstimme nicht 1:1 so auf das Klavier übertragen, wie der Sänger es singt. Und der Sänger singt es von Mal zu Mal anders. Deswegen sehe das hier als Richtlinie ungefähr. Du kannst es natürlich auch so spielen. Guck mal, das Lied erkennt man ja auch so, wie ich es gemacht habe, auch wenn der Sänger da bestimmt etwas anders phrasiert, als ich es spiele. Ja, aber sehe es eher als Inspiration. Sehe das auch so als insgesamt eine Musikstunde mit ganz vielen Tipps und Tricks, ja, dich am Klavier zu inspirieren. Es gibt keine Gesetze, keine
Regeln richtig in der Musik. Letztendlich kannst du alles machen. Also, guck mal hier, es gibt ja noch viel mehr Möglichkeiten. Du kannst einfach hier oben spielen. Guck mal, ich spiele gerade noch nicht mal richtig Akkorde. Nur links einen Ton und rechts aber hier oben und es klingt wunderschön. Einfach nur, weil ich es irgendwann mal ausprobiert habe. Und übrigens auch sonst, wenn ich spiele, finde ich manchmal ist es auch too much und es ist zu unruhig. Vor allen Dingen, wenn ich mir das Video anschließend anschaue, denke ich dann auf, oh Mann, was hast du da gemacht? Das wäre viel zu viel. Aber es ist Geschmackssache. Sehe das als Inspiration. Ich hoffe sehr, dass ich dich hier inspirieren konnte, dass ich dir ein paar Tipps geben konnte. Ja, lass es mich doch auch noch mal wissen in Form eines Kommentares. Hier würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall dir vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, willst du mehr? Schau vorbei. werdemusiker.de. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch da sehen. Bis dahin, dir alles Gute und danke.